Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier diese FDR-Logging-Karte vorstellen und es geht natürlich dann auch gleich los. So, hier sind wir am Startpunkt hier der FDR-Logging-Karte. So heißt sie. Und schauen wir uns jetzt mal hier in die Garage rein, was wir haben. Stadtfahrzeuge, da haben wir nichts, aber wir haben ja ein bisschen Taschengeld von 25.000. Dann schauen wir uns hier mal die PDA an. Dann sehen wir hier. Also Gebiete, das, ja, wie ich sehe, ist es eine reine Forstmap. Es gibt so Waldabschnitte. Schon sehr interessant. Ist mal was anderes. Ist eine Forstmap. Und dann schauen wir mal hier rein. Also Lager haben wir nichts. Das ist hier nicht eingetragen. In der Map 01 Fahrzeug ist auch alles leer. Finanzen 0, Tiere gibt es hier gar keine, wie du hier siehst. Da gibt es hier, also wegen der Statistik, ist auch alles auf 0. Jetzt wahrscheinlich auch keine Hühner geben. Hier haben wir uns einen Händler. Gehen wir mal rauf, drücken mal, schauen wir mal, ob das hier funktioniert. Also habe nichts da. Schauen wir mal gleich, wo hier, ob der Trigger auch da ist, wo er hingehört. Da haben wir hier den Trigger, dann haben wir hier den Shop Center, den Trigger. Kommen wir auch gleich mal, ja, sind wir im Shop drin, das funktioniert. Dann haben wir hier hinten, sehen wir, haben wir auch ein paar Trigger. Hier vorne auch. Schalten wir mal das aus, dass wir das besser sehen. Da haben wir hier einen Hackschnitzelverkauf. Aber wie man ja sehen, hat derjenige, was die Karte gemacht hat, ja, die Laternen vergessen wegzumachen oder nach unten zu setzen. Die Füllplane hat er da auch vorne ein bisschen so getan von der Sägespäne. Schauen wir mal gleich mal hier so her. Was haben wir hier? Da dürfte vielleicht auch ein Trigger sein. Nein, da ist kein Trigger. Da kannst du noch Holz so reinlagern. Dann haben wir so ein paar Standhallen. Da haben wir Tankstelle. Und haben wir hier noch irgendwo da hinten her haben wir. Nein, hier ist auch ein Trigger. Schwer zu erkennen. Der ist ein bisschen länger, wie man ja sieht hier. Da geht hier weit vor. So her. Kann man jetzt nicht sagen, was das ist. Also hier haben wir ein Sägewerk drin. Voll Sound. Wie ich ja schon erwähnte, hier handelt es sich um eine Forstmap. Und da denke ich mal, gehen wir jetzt mal in die Lüfte, schauen uns hier die Map mal an. Ich habe mal so ein paar Bilder mir angeschaut, habe gedacht, sieht irgendwie interessant aus, das Ganze. Also, das so zu machen, ist ja auch nicht gerade einfach. Sind wir hier mit den Gewässern. Nehmen wir mal hier mal höheres Tempo. Und fliegen hier mal über die Karte. Also ich finde, so her die Gegend, ja, hat da ja schön gemacht. Brücke mal hier. Wieder eine Brücke. Wäre denn nicht langweilig, würde ich mal sagen. Mit den ganzen Abschnitten mit dem Wald. Bis nach hier hinten. Und dann kann man mal hier rauffahren. Mal schauen wir mal. Oh, da. Hat da schon viel Arbeit gehabt, hier das hier zu machen mit dem Giants Editor. Und ich finde, ist auch keine schlechte Idee, halt her hier der Tankstelle wahrscheinlich nur. Oder ist hier auch ein Sägewerk, das sehen wir jetzt dann auch gleich.
Dann sieht man hier nur die Tankstelle und hier die Wohnanhänger von den Arbeiter. Das finde ich ja auch eine tolle Idee von dich, sowas überhaupt zu machen. Dann hat er hier einen Hochsitz. Ja, ein bisschen vorgehen, dass wir nach unten können. Bisschen, oh, ja, ein Hochsitz hat er da eingebaut. Und dann halt mehrere Seen. Das finde ich, das passt ganz gut. Wäre noch der Hammer, wenn in der Karte noch ein Schlamm drin wäre. Es gibt ja so Forstmaps ja auch. Also, das hat er wirklich so gesehen. Optisch her finde ich ja das echte Hammer. Wenn man sowas hat und dann was macht, ja auch so her. Ja. Das ist wirklich sehr schön geworden. Das ist halt für denjenigen, der was nur Frost halt betreiben möchte, halt diese Karte. Weil es doch halt die Verkaufsstellen nicht gibt. Außer derjenige kennt sich ein bisschen aus, dann kann er sich das ja auch einbauen. Die ganzen Bäume. Können wir mal ganz schauen, ob die. Ja, die sind auch welche nach unten gesteckt worden in den Boden. Dann kriegst du sie auch nicht ganz weg. Das muss man auch noch dazu erwähnen. Darüber her nochmal, sieht man es besser. Schalten wir erstmal wieder das aus, dass wir das haben, dass uns das nicht stört. Und hier hinten her haben wir hier hinten auch noch was, wo wir rumfahren können. Na, hier ist Finito. Die Karte ist ja auch ziemlich klein gehalten, aber ich finde, die hat etwas an sich. So. Was Idyllisches von die Wälder her. Also das finde ich hat einen gewissen Anreiz, muss man wirklich sagen. Das passt da ganz gut, finde ich. Ja, wenn dir das Video natürlich gefallen hat, dann schaust natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.